Hallöchen, ihr Lieben. Weiter geht's mit einer neuen Episode Oceanhorn 2. Beim letzten Mal bin ich ja ziemlich hilflos durch die Gegend geirrt. Und ihr seht, ich bin auch immer noch in diesem Dörfchen. Und ja, ich habe allerdings einen Hinweis bekommen, möchte ich an der Stelle sagen. Und diesem Hinweis gehe ich jetzt nach. Und zwar wurde mir mitgeteilt, dass ich doch mal versuchen sollte, dieses eine Häuschen abzufackeln, wo die Bombe drin ist. Da stand ich übrigens schon vor, falls ihr euch erinnert. Ja, und hab gehofft, dass es vielleicht mit Hilfe dieser Laserstrahlen kaputt geht. Aber nein, man muss tatsächlich das Ding wohl niederbrennen. Ich probiere das gleich mal aus. Werden wir ja sehen, ob das wirklich die Lösung ist. Denn da drin ist Sprengstoff. Und ich bin ja die ganze Zeit schon auf der Suche nach einer Bombe. Das ist dann hoffentlich wirklich die Lösung. Aber erstmal muss ich da ankommen. Okay. Habe ich ein schönes Großschwert. Oh, und bin gleich mal richtig langsam. Ja, nee, das möchte ich eigentlich nicht mehr haben. Nee, ich will es gar nicht mehr. Weg damit. Oh, jetzt bin ich doch so super lahm. Ah, ich kann auch rollen. Das ist schön. Jetzt muss ich mal die Stelle finden, wo das Ding war. Wo ist denn das? Keine Ausdauer mehr. Kann ich das wegwerfen? Moment. Nee. Wie konnte man werfen? War das nicht die rechte Schultertaste? Aber ohne Ausdauer geht wahrscheinlich gar nichts. Ich krieg's auch nicht geworfen. Wie kann ich bitte die Waffe wechseln? Ah! Ist kaputt gegangen anscheinend. Praktisch. So, ich bin auf dem richtigen Weg. Aua. Okay. Da drüben, genau. Das Ding. Ja. Ich hätte auch drauf kommen können, ne? Weil, ich meine, die Teile zünde ich immer an. Dann zünde ich das jetzt mal an. Also gleich. Ich muss erstmal hier mein Zeug wegschießen. Moment. Jetzt. 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 Okay. Bomben! Du hast jetzt Bomben. Mit diesen Sprengkörpern kannst du schwache Mauern und Felsen wegsprengen. Sie können auch im Kampf sehr nützlich sein. Wähle die Bomben im Kreismenü aus und verwende sie mit dem Objektknopf. Das mache ich. Das mache ich. Ich wollte aber noch mal kurz durch die Häuser gucken. Oh mein Gott, sicher war ich doch schon mal drin, oder? Bei dem Spinnenbot. That's it for now. Als ich nämlich noch nach der letzten Aufnahme so ein bisschen durchs Dorf gerannt bin, habe ich nämlich auch noch ein Haus gefunden, wo noch eine Truhe drin ist. Aber ich habe die natürlich nicht aufgemacht, das wollte ich nicht abseits der Aufnahme machen. Da muss ich jetzt nur mal wieder hin und das richtige Haus finden. Eieieiei. Es ist überall eine Menge los in den Häusern. Ja, weg mit dir. Wow. Ein Herzchen geht immer. Ist hier sonst noch was? Hier war ich doch auch vor Ewigkeiten schon mal. Mit dem Kühlschrank neben dem Bett. So muss es sein. Ach Gott, da stehen sie gleich beide hier bereit. Nee, 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 nee. Komm, Trin, wir müssen mal weg. Wir haben hier ehrlich gesagt gar nichts zu suchen. Ich suche halt nur das Häuschen mit der Kiste. Und ich find's nicht mehr. Das ist ja unglaublich.
Welches Häuschen war das? Verdammt. Das war direkt am Steg. Na komm, Twin, ich helfe dir mal kurz. Ich muss die eigentlich viel öfter von hinten angreifen, sonst gehen die auch gar nicht kaputt. Oh, oh, nee. Oh, mein Gott. Das muss Twin jetzt vielleicht mal machen, bevor mir hier irgendwas, ja, Schlimmeres passiert. Oh, hinter mir wird noch geschossen. Ich brauche Herzen. Meine Güte. Ah, das Haus ist es. Oh, was? Stufe 5? Endlich trägst du den Titel Ritter von Arkadien. Du kannst jetzt 7 Zaubersprüche tragen. Du bekommst einen Bonus von 100 Münzen und eine kleine Menge an Objekten. Außerdem wurde dein Leben aufgefüllt. Das ist praktisch. Ich weiß gar nicht, ob das schon vorgesehen ist, dass ich jetzt Stufe 5 habe an der Stelle. Ich bin ja noch gar nicht so weit im Spiel. Oh, hier. Aber ja, das ist das Häuschen. Ah ja, okay. Für eine Holzstatue, die ganze 20 Münzen bringt. Egal. Geld ist Geld. Sonst noch irgendwas hier? Irgendwie stand doch da gerade wieder was aufheben, oder? Ach, oder ich hätte wahrscheinlich einfach nur die Vase hochheben können. Die gehen auch nicht kaputt. Da oben ist jetzt nichts weiter. Das ist ein Apfel. Kann ich den mitnehmen? Nee, kann ich nicht. Gut. Dann geht's jetzt aber mit der Bombe dorthin, wo ich nicht weiterkam. Nämlich an diese eine Mauer. Wo diese Steine so davor. Boah, da dran hängen. Oh Gott. Ich fühle mich so verfolgt von diesen blöden Laserstrahlen. Nein, oh nein, 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 nein. Jetzt hängt er mir die ganze Zeit da am Rockzipfel. Und Twin hat's nicht leicht. So, da vorne. Das sah ja schon die ganze Zeit so ein bisschen merkwürdig aus. Da muss ich jetzt mal die Bömmchen benutzen. So, platzieren. Tada! Warum nicht gleich so? Ah, naja. Egal, Wunder dauern immer länger. Das kennen wir ja alle. Ja, ich hoffe auch wirklich, dass Jen brav auf Meister Mayfair aufpasst. Oh! Teil des Lebensbehälters. Sammle 3 Teile. Habe ich nicht schon eins gefunden letztens? Ist das nicht schon der zweite jetzt? Ja. Die Skarabaras können wir kurz noch kaputt machen. Oh, die machen mich kaputt. Das kann man auch machen. Kurz mal aufs Dach. Ist hier unten noch irgendwas? Ein geheimer Loot. Einfach nur so. Aber dann machen wir jetzt hier mal die Tür auf. Ich habe ja den Schlüssel. Die ganze Zeit schon. Da ist es. Da ist es. Das schöne Bike. Und noch ein Herzchen. Hey, are you sure you don't want me to drive? Von mir aus kann auch sie ansteuern. Mir ist es egal. Jetzt geht's los hier.
Läuft, würde ich sagen. Ah, oh, schön. Oh mein Gott, jetzt muss ich wirklich steuern. Ach Mist, und gegen die Dinger darf ich auch nicht gegenfahren. Och nee. Oh mein Gott, wo muss ich lang? Einfach mal hier lang. Kann ich springen? Oh, wenigstens gibt es hier mal ein paar Herzchen. Immer den Herzen hinterher. Alte Minen. Na, das ist doch schon mal das richtige Ziel hier. Wie können die Dinger jetzt hier auch reinkommen? Das ist doch überdacht, oder nicht? Oh mein Gott. Ich hätte das Herzchen gebraucht. Das nehme ich doch auch noch. Oh mein Gott, ich eier hier so ein bisschen rum. Oh je. Also falls euch gerade schlecht wird, es tut mir leid. Und auf dem richtigen Weg. Ich will hier nur mal so ein bisschen Bogen drum machen, um diese blöden Laserstrahlen, weil wenn es da explodiert, dann explodiere ich halt gleich mit. Aber senkt sich da gerade die Decke? Habe ich das richtig gesehen? Oh mein Gott! Randgebiet des Dorfes Ahne. Also ich hatte gerade so ein bisschen Beklemmung. So, kann ich jetzt abspringen hier? Ich würde gerne einfach mal wieder laufen. Ja, ich spring mal kurz ab. Ach so. Kann ich jetzt nicht irgendwo einpacken, wa? Das muss ich bestimmt dann mitnehmen. Naja, komm. Dann fahren wir hier noch so ein bisschen durch die Gegend. Auch wenn ich mich hier anstelle wie sonst was. Aber egal. Gut. Das ist hier der Parkplatz, ne? Straße zur Zernua-Ebene. Aber wir konnten ja schon so ein bisschen Zeit sparen, dadurch, dass wir jetzt mit diesem Hoverbike durch die Gegend fahren konnten. We kicked their collective butts and got away with it. I guess Master Mayfair taught you well. Das hat er auf jeden Fall. Ich habe schon viel gelernt. Lager an der Hauptstraße. Ich weiß gar nicht, wie viele Bomben ich eigentlich habe. Oder habe ich jetzt standardmäßig Bomben? Weil unten steht auch keine Zahl bei. Vielleicht habe ich jetzt immer welche. Das wäre natürlich richtig gut. Oder ich muss da auch so verschiedene Ressourcen sammeln. Wächterwald. Wenigstens endlich mal ein bisschen Ruhe. Das war schon stressig mit diesen komischen Soldaten. Oh, ein Lager. I wonder if Master Mayfair and Jen got out safely. They mean a lot to me. Master Mayfair was practically the only person in the world my grandfather Archimedes trusted after my grandma Calliope died. I was just 5 years old, but I remember it so vividly. He came by with a wooden sword and took me to a park to practice swordplay. I would never have become a princess after that. Arcadia needs knights now, more than ever. Sometimes I look at the stars and think how small my worries must be in the eyes of the universe. Our planet might be just one amongst the sea of stars, but this planet and its inhabitants are a miracle sustained by sacred emblems.
If you close your eyes, you can hear the gods whisper around you. You can feel the power flowing through you. It's a phenomenon called stream of creation. It surrounds every single thing in our world, giving them place and purpose in the arc of existence. Oh, I hope I'm not boring you. Archimedes doesn't like me speaking of religion. He sees the sacred emblems and their power only as a means to an end. He wants to use that power to protect Arcadia. Someone's coming. Good morning, knights. An village is safe for now, but we must make haste. It is time we set out on a journey towards the White City. If we are lucky, we will make it to the Sonoa West Station before nightfall. Let's go. Na Mensch, da sind wir ja alle wieder vereint. Das läuft doch hier. Und das war auf jeden Fall eine sehr spannende Geschichte, die Twin uns da erzählt hat. Und ja, ich vermute mal, dass wir die heiligen Embleme da auch noch finden müssen, von denen sie gesprochen hat. Okay. Aber ja, wir haben einen Auftrag, wir müssen weiter. Jetzt sind wir hier wirklich eine größere Gruppe. Ob es das jetzt einfacher macht, niemand weiß es. Juhu! Jetzt das Hoverbike. Welt von Arkadien. Jetzt sehen wir mal die Welt direkt. Okay. Ach so, ach Moment, nein, das ist ja wieder der Ladescreen. Den hatten wir schon mal, aber den sieht man so selten. Habe ich schon gedacht, dass wir jetzt direkt die Welt da nochmal so überblicken können. Aber stimmt, das hatten wir, als ich von der ersten Insel der Außenseiter zum Dorf Arne geschippert bin, ne? Oh, the breath of the fresh air from the Sonora Highlands. How I've missed this. Ja, genießen wir doch hier die frische Luft. Look at that. Grand Core is reaching all the way up here. Did you see those pipes? You cannot stop progress, Grandfather always says. Good old Archimedes. I have always admired his dedication. Nein, ich möchte nicht runterfallen, danke. He has done a lot of good for us Arcadians. Will mich jetzt hier eigentlich mal ein bisschen umschauen. Ist ja schließlich ein neues Gebiet. Oh je. You had it coming. Nein, 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 nein. Nein. Mal keinen Mist machen. Ah, ich lasse mich immer treffen. Das hat er davon. Oh nein, jetzt kommt ein Schleim. Ja gut, Kaktus. Und da war was im Wasser. Ich habe es genau gesehen. Es wollte sich verstecken. Da ist es. Ein Tetraod. Ist ja wie ein Octorok. Wo ist mein Schild? Mein Schild. Da. Okay. Die muss ich wahrscheinlich dann auch anderweitig abschießen. Boah, hier kommen jetzt aber auch wirklich einige Gegner. Aber wenn man hier schon in einer größeren Truppe rumrennt, dann darf das auch mal sein. Aber tatsächlich wenig Loot abseits der Gegner. Beziehungsweise gar keiner. Na, dann gehen wir mal in Richtung Kartenmarkierung. Kann ich hier eigentlich runter? Oh, da ist er wieder. Nein, 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 falsche Taste. Uiuiui. Jetzt komm mal wieder raus.
Ah, der versteckt sich rechtzeitig. Hier kann man auch nicht wirklich durchlaufen. Das ist wirklich so eine Blockade hier. Wartet mal. Jetzt standen gerade Jen und Trin da zur Auswahl. Ha! Dann auch hinbekommen. Hä? Ach da! Wieder ein guter Kaktus, diesmal im Wasser. Ist da noch ein roter Punkt auf der Karte? Aber kein Gegner zu sehen. Naja, dann halt nicht. Was ist hier für ein Kran? Wird hier gerade gebaut? Ach, das ist eine Mine. Ich könnte da jetzt einfach mal runter. Ja, wa? Binde die Unterführung zur anderen Seite. Vielleicht ist das sogar der richtige Weg. Oh, ja. Juden Kaktossen. Ich habe aber das Gefühl, dass meine Mitstreiter hier gar nicht so aktiv kämpfen. Die lassen mich alles machen. Und warum ist denn der Kaktus schon wieder da? Jetzt habt ihr Pech gehabt. Jetzt könnt ihr den mal selber besiegen. Mal durchkrauchen. Ich freue mich wirklich auf den Tag, an dem wir hier größere Taschen bekommen. Um einfach noch ein bisschen mehr Munition mitzunehmen. Und nicht immer hier so hart am Limit unterwegs zu sein. Ich meine, jetzt habe ich den vierten Schuss bekommen. Aber tatsächlich können wir ja nur 5 tragen. Ein bisschen mehr wäre schon schön. Oh, mal schauen. Das ist eine große Kiste. Ich hoffe, da ist wieder toller Loot drin. Vielleicht eine größere Tasche? Hey! Ach nein, das ist ein Geldbeutel. Okay. Ja, wieder mal Gold. 100 Gold, das ist okay. Bin ich jetzt hier einmal im Kreis gelaufen in der Höhle? Ah, die ist tatsächlich auch nur rund. Schade. Aber ich muss ja einen Weg finden zur anderen Seite. Steht da ja auch noch. Ich muss eine Unterführung finden. Also ich habe irgendwo eine Abzweigung verpasst. Gucken wir nochmal genauer. Dann halte ich mich jetzt mal nicht mit den Gegnern auf. Aber ihr bleibt nicht so lange. Vielleicht hier drüben. Die Erfahrungspunkte möchte ich natürlich mitnehmen. Also hier bin ich vorhin nicht lang. Ah, hier geht's auch nicht lang. Ich bin da drüber. Und hier sind ja auch die Fackeln an. Ich meine, Fackeln sind im Regelfall ja auch immer so ein Hinweis, wo es lang geht. Aber hier kam ich ja nur zur Kiste. Oder hier ist irgendwo noch so ein kleiner Schleichweg.
hier? Nee. Ja, und hier ist die Kiste und dann geht's da nicht weiter. Binde die Unterführung zur anderen Seite. Also jedenfalls nicht hier in den Rayford-Höhlen. Da ist nichts. Ich habe den Weg übersehen. Ich gehe mal nochmal raus. Wir gucken nochmal oben ein bisschen rum. Wenn oben nichts sein sollte, dann gehe ich nochmal runter. Aber vielleicht geht es auch einfach oben lang. Ja, weil hier oben steht nämlich die gleiche Quest, okay. Ach so, ja. We need to take a detour through the ruins of that fortress. There is an underground passage that leads to the other side. You kids go first. Ja, na klar. Schön. Aber meint er dann auch wirklich die Höhlen? Wahrscheinlich meint er die Höhlen, oder? Hier gibt es doch noch einen anderen Weg. Aber es ist ja naheliegend, dass es dann tatsächlich hier die Höhle ist. Aber gut, jetzt bleibt er ja da stehen. Eventuell findet man jetzt den besseren Weg. Aber wartet mal, da drüben, ich sehe doch da noch einen kleinen Durchgang. Und das Wetter schwingt mal wieder um. Aber es hat lange nicht geregnet. Festungsruinen. Ist das vielleicht doch richtig? Oh. Das sieht nach Spaß mit Gegnern aus. Na, ja, wir machen mal die Festungsruinen klar. Hier drin regnet es wenigstens nicht. These lands are littered with the ghosts of the past. This place is an old fortress that was abandoned after the last war. Oh, ein Splitter. Du hast einen Energiesplitter gefunden. Führung des Skorpions. Wenn dieser mysteriöse Edelstein an einer Waffe oder einem Objekt angebracht wird, verleiht er eine geringe Machterhöhung. Willst du den Splitter jetzt ausrüsten? Ja. Packen wir den an die Munition, natürlich. Mehr Macht, das ist schon okay. Und hier ein Brief. Ich höre, wie die Bestien draußen wüten und mit ihren Rammböcken gegen die Tore dieser Festung schlagen. Nur die Götter wissen, wie lange wir noch standhalten können. Die Oger und Goblins haben uns überrascht, als sie vor einer Woche aus der Außenwelt einmarschiert sind und die Siedlungen auf dem Weg hierher niedergebrannt haben. Wir, die Ritter, sind aus der Weißen Stadt hergeeilt und haben hier in der alten Festung von Sernoa Verteidigungen aufgestellt. Wir haben das Düstervolk nun tagelang abgewehrt, aber wenn ich ehrlich sein soll, bete ich um ein Wunder. Feldwebel Hill, 2. Bataillon. Okay, hier hat also auch so ein bisschen was getobt. Ja, schauen wir mal, ob noch irgendjemand übrig ist. Hier ist auf jeden Fall jetzt gerade noch ein Hebel. Ich glaube, den kann Trin doch. Oder? Tada. Hallo, ist noch jemand hier? Oder wurden jetzt wirklich alle verjagt, besiegt, wie auch immer? Oh, da ist noch eine Truhe. Endlich wieder eine Eulenstatue. Das ist auch so ein Running Gag hier. Oh. Kann man das wegbrutzeln? Nein. Aber ein Versuch war es wert. Okay, das ist tatsächlich der richtige Weg, wenn sie jetzt schon sagt, das ist der Weg zur Unterführung. Dann waren die Höhlen wohl wirklich nur für diese Kiste, die ich gefunden habe. Mit den 100 Goldstücken.
Aber besser als nichts. Der gute Wasserkaktus. Ja, wenn ich nicht immer aufs andere Metall hauen würde hier. Was, Trin, was ist denn jetzt schon wieder los? Die legt sich aber auch wirklich oft ab. Da oben ist noch eine Kiste. Komme ich da hin? Da oben sind auch mehrere so eine Tore, die man wegbrennen kann. Kann ich hier hoch? Das ist zu hoch. Wo komme ich denn hier hoch? Hier? Hier. Und die Kugel da oben sieht doch auch so verdächtig aus, dass die runterfallen muss. Ich treffe nicht. Nein, 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 nicht angreifen, danke. Autsch. Hat der sich gerade eigentlich ein bisschen geheilt, der andere Käfer? Sah es aus, als ob der ein bisschen mehr Lebenspunkte gekriegt hat. Oh, und ein Blutstein. Dann muss ich mal kurz die Kugel anvisieren. Wo waren die jetzt? Ah, hier. Hatte ich die richtige Idee? Oh Gott, jetzt erstmal alle hier irgendwie noch überrollen. Wunderbar. Aber hat das jetzt was gebracht, dass ich die da oben weggehauen habe? Hätte die irgendwo auffallen müssen? Oder... Oh mein Gott. Stop hiding, Tetraod. Das ist jetzt auch nicht überraschend, dass der nicht so viel Schaden nimmt, wa? Ah, obwohl, der brennt doch ganz gut. Der Tetraod. Merkt euch, man kann Wassergegner auch mit Feuer bekämpfen. Das funktioniert hier wirklich gut. Muss ich nur trotzdem mal schauen, wo ich hier weiterkomme. Ah, die habe ich von oben gesehen. Und da drüben ist auch noch eine Kiste. Also eine andere. Oh, ein Schlüssel. Du erhältst den Schlüssel zum Eingang der Senua-Unterführung. Praktisch. Aber wie kommt man darüber? Ach, da ist eine Leiter. Ja. Dann ab nach oben. Und dann können wir auch zur Unterführung. Oh! Kommt hier gleich der Kaktus an. Ich halt's nicht aus. Komm her, du Kaktus. Ich habe auch nur zwei Herzen gerade. Ist hier noch irgendwas? Das sieht nicht so aus, ne? Aber hier sind halt Äpfel am Baum. Ich erinnere mich immer noch an den Hinweis, dass Äpfel hilfreich sind. Ich konnte bis jetzt aber noch keine pflücken. Oh, da ist noch ein Herzchen. Ja, dann würde ich sagen, geht's hier dann gleich mal rein. Aber ihr Lieben, schon mal die Vorwarnung, wie es dann hier drin aussieht, das schauen wir uns beim nächsten Mal an. Ich würde mich auf jeden Fall freuen, wenn ihr dann mit mir zusammen hier diese Senua-Festung erkundet. Und ja, wünsche euch bis dahin eine schöne Zeit. Macht's gut!